Hey, ihr lieben Leute, die gerne Geweihe mögen und andere Tiere, also geweihtragende Tiere. Ja, willkommen zurück zu Elden Ring. Nochmal lieben Dank an meinen Sponsor. Ihr könnt ja gerne mal reinschauen. Ihr müsst nichts kaufen, ganz klar. Aber es würde mich natürlich freuen, wenn ihr nur mal einen Blick riskiert. Ich meine, ist halt immer so die Sache, ob man sowas wirklich als notwendig erachtet. Also, Geld verdienen, ja. Ich muss ja Geld verdienen. Aber ihr könnt ja gerne mal, wie gesagt, einen Blick riskieren. Tut euch ja nicht weh. Und es spart eine Werbung am Anfang. Es ist nur ein kurzer Clip. Na denn. So, auf jeden Fall. Schön, wir haben gerade den Hirsch besiegt. Kann ich jetzt nochmal? Nee. Nee. Warte mal, habe ich da noch Platz? Ja. Aber wie soll ich denn da die andere Asche reinpacken? 63 kostet der. Der ist ja fast so teuer. Nee, der ist teurer als die Wölfe sogar. Ich nehme mal die Qualle raus, so testhalber. Ich will mal gucken, wie das so abgeht, das Teil. Also der Ahnengeist. Oh, jetzt muss ich mich nochmal da durchkämpfen. Also ja, Sophia oder wie das... Safran. So wie das Ding heißt. Also es ist echt nicht schön hier unten. Es ist richtig, richtig ätzend leider. Ja, ein bisschen auf Geschicklichkeit. Ich find's nicht schön. Das macht... Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber mir macht das ja nicht viel Spaß. Zeige euch auch mal warum. Ihr habt ja gesehen, da sind diese, im letzten Part, denke ich, ne? Da sind diese Bogenschützen und ich habe echt was rausgeschnitten, weil... Mir ging das so auf den Sack. Mir ging das so richtig hart auf den Sack. Wie sich hier alle gebärden und... Wie die halt immer von weitem schon mit Pfeilen auf einen schießen, das ist echt nicht lustig. Ey. Ja, komm. Ich hab das so jetzt gemacht, getrunken, weil ich krieg ja Heilung hier zurück. So, jetzt muss ich ein bisschen leise sein. Daneben liegt übrigens noch was auf den Ruinen, habe ich gerade gesehen. So. Das sind nämlich immer diese Arschbacken, die von ewig weit weg auf einen schießen. Und so viel Schaden machen mit diesen verfluchten Pfeilen. Das ist unglaublich. Oh. Arsch. Mal dieser Pfeil hier, das ist echt die Pest, du. Alter, das zieht mir meine gesamte Ausdauer ab. Ist so ein Mistviech, ne? Da drüben ist noch was. Ich hab's... Ah, seht ihr? Da liegt noch was. Man sieht's ein bisschen schwer. Da. Ne? Aber jetzt habe ich hier alles bereinigt. Jetzt werde ich erst noch mal ganz kurz da hingucken. Und mir das holen. Brrr. Arr. Jetzt hau halt mal ab! Meine Güte, diese Viecher. So. Ich will gar nicht wissen, wie viel man hier liegen lässt. Ich wette, man lässt hier so bestimmt 30-40% der Sachen einfach liegen. Weil es halt stressig ist. Oh nein!
Oh. Jetzt haben wir hoffentlich Ruhe. Wir können uns hier oben nochmal auf dem Plateau umsehen. Ach so, ja, und übrigens bei diesen komischen wandelnden Dingern, diese Mausoleen oder was das ist, diese wandelnden Schlösser. Da kann man doch die zum Einsturz bringen, weil man gegen die Beine haut, habe ich gelesen. Also, ja, ist jetzt kein Spoiler, sonst hätte ich das nämlich einfach mal komplett außen vor gelassen. Unwissenderweise. Möchte ich dazu sagen. Also ja, werde ich mich nochmal drum kümmern. Warte mal. Da ist nix. Oh. Nichts. Wenn nicht alles voll wäre mit irgendwelchen fiesen Viechern, dann wäre das echt wunderschön hier, oder? Ein schlummerndes Ei. Ich meine, es ist auch so wunderschön, aber natürlich ist alles voller fieser, gemeiner Gegner. Oh, nichts mehr. Oh doch. Nein, nein, nein. Große Orakelblase. Sehr gut, gleich habe ich sie alle. Ja. Und es hat nicht viel gebracht. Egal. Da ist noch mehr von der Bande. Au. Hey, sag mal. Und noch mal mehr sind hier. Sag mal, wie kommt ihr denn alle her? Nicht zu Hause, unten in dieser anderen Welt. Hat den Namen vergessen. Warum sitzen hier eigentlich immer überall irgendwelche Adler oder irgendwelche Vögel rum? Auch ein bisschen komisch, oder? Du hast gelbe Augen, du bist bestimmt ein Krasser, ha? Oh ja, der hat mehr Runen, glaube ich, einfach nur. Die mit den gelben Augen haben viel mehr Runen als die anderen.
Sehr gut. Oha, was ist das schon wieder? Ich habe nichts zum Rasten, das ist ein bisschen scheiße. Ich habe nämlich gerade echt viele Runen bei mir. Das ist wieder wie der Drache, den ich schon mal besiegt habe, unterirdisch. Ich habe ja schon gelesen, dass viele Bosse recycelt werden. Aber das ist halt leider auch so eine Sache der Notwendigkeit, ne, versteht sich. Ja, sieht ganz genauso aus wie der. Ach komm, kann ich mich nicht irgendwo kurz hinsetzen und... Gibt's hier nix? Das wäre jetzt echt schade, weil ich will nicht alles wieder verlieren. Hier war ich ja schon. Ich meine, ich kenne ja das Moveset einigermaßen, das war ja nicht jetzt sehr schwer. Aber trotzdem, ich will jetzt nicht alles verlieren, weil ich doof bin. Und dann muss ich ja wieder hierher und der Weg ist echt nicht leicht. Ihr habt es ja gesehen gegen diese Dinger da, ne? Hi. Ich glaube, hier gibt es echt nichts, wo ich kurz rasten kann oder so. Wow, nee, hier gibt es einfach nichts. Okay, ich mache mir ganz kurz einen Cut und dann kommen wir gleich wieder hierher. So, da bin ich wieder. Und jetzt versuchen wir uns mal den Drachen hier noch zu holen. Also ich vermute mal ganz stark, dass der jetzt aufsteht und ich dahin reite zumindest. Aber wie gesagt, der sieht genauso aus wie der unterirdische. Lieber so, glaube ich. Er macht auf jeden Fall oder hält mehr aus, glaube ich. Oh, hier gibt es Marikas Pfahl. Ja, dann ist gut. Ja, das ist jetzt im Prinzip nochmal eine sehr viel stärkere Variante von dem Unterirdischen, oder? Wo bin ich denn jetzt? Hier, alles klar. Mehr du Sau. Thank you.
Oh, nö. Er ist halt echt viel stärker als der andere. Das ist ätzend. Das wird kein Spaß. So, jetzt hole ich dich aber. Mieses Schwein. Aus. Was hast du? 16.000. Und die Drachenhillebarde. Mal gucken, was kann die denn? Hier. Oh, die kann ich sogar tragen. Eine Hillebarde mit drachenförmiger Klinge, umhüllt von Eis und Blitzen. Drachenblutsoldaten werden mit der Essenz der Drachen geboren, aber keiner von ihnen konnte bisher ihre majestätische Gestalt annehmen. Sie sind eben nur ein fahler Abklatsch der uralten Drachen. Ein Wirbelhieb. Lieblingstalent geschickter Krieger. Wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Gut, die hat genau dieselbe Angriffsfolge. FP-Kosten. Warte. Oh, geil. Hat mich noch für Schäden. Nur körperlich. Ah, ne. Körper und Blitz. Oh, geil. Ja, okay, dann. Ist ja nichts mehr, oder was? Hier oben ist da auch noch was. Da. Geh mal zur Tafel der Gnade und guck mal, ob ich die upgraden. Ach nein, ich habe jetzt alles für die Armbrust, glaube ich, ausgegeben. Die Upgrades. Das wäre jetzt echt bitter. Ich keine Dunkelschmiede-Scherbe mehr habe. Weil ich glaube, die wird jetzt meine alte Hellebarde ersetzen, auf jeden Fall. Ach, jetzt macht sie keinen Blitzschaden mehr. Nur wenn ich die Superattacke mache da. Da, guck mal, die ist halt echt schon plus 8. 183 plus 69. Well, I took you for no matter. Lay out your arm. Ja, es geht mit Dunkelschmiedestein, sehr gut.
Ja. 193 plus 73 macht sie auf der nächsten. Alter. Also macht sie jetzt 235 und die macht... oh ne, die macht auf jeden Fall mehr. 252. Ja. Ja. Alright. Ich werde erst nochmal die normale Hellebarde nehmen und später nehme ich dann die andere, wenn ich noch mehr Dunkelschmiedesteine finde. Schade. Der Bodenbrunnen. Guck mal auf den Bodenbrunnen, ob ich hier was finde, aber ich glaube nicht, dass da noch viel sein wird. Ach man. Echt schade. Ja, hätte ich halt nicht alles für diese dumme Armbrust ausgegeben. Was wollte ich machen? Kondition, glaube ich, mal wieder. Oh, kann ich reiten? Ach nee, warte. Machen wir doch lieber hier. Guck mal hier, muss ich da irgendwie hinkommen, dass ich dann da und da hoch. Da unten war ich schon überall, aber wie ich hier hochkomme, ich habe keinen blassen Schimmer. Hier ist ja das Plateau, das hier. Das ist eine Kirche, so wie es aussieht. Hier muss vielleicht irgendwo ein Eingang sein. Okay, dann lassen wir das erstmal hier unten. Ja, cool, dann haben wir das ja soweit erforscht, da unten alles. Ich werde mal gucken, was dieser Bestienkleriker macht. Mittlerweile so viel Markierung, unglaublich. Mal zwei. An die Bären traue ich mich immer noch nicht ran, werde ich auch lange nicht machen. Die Bären sind nämlich echt fies. Die kleinen gehen, aber die großen, ne. Schwere Bestienknochen. Jetzt aber noch der Händler, genau. Kann ich bei dir noch einen Schlüssel kaufen? Ach, er hat keine Schlüssel, verdammt. Trinas Linie, die finde ich doch auch überall, oder? Naja. Ich könnte auch nochmal versuchen, diesen Ritter zu schaffen, jetzt in seinem komischen Gefängnis da. Das sollte doch machbar sein, oder? Kann ich auch mal abmarkieren oder entmarkieren? So, hier ist der Brunnen. Ja, immer weiter geradeaus, passt schon. Wie gesagt, ich finde dafür, dass die Hellebarde die Startwaffe war, ist die echt... Gar nicht mal so schlecht für mich hier, weil ich halt viel zu Pferd kämpfe, auch gerne. Das ist ja alleine schon super praktisch, ne? Dass man da was hat, was einen noch stärker macht auf Pferd. Pferd! Oha, was haben wir denn hier? Oh, der hat ein anderes Schimmern, der ist nicht violett. Wie das hier, das muss was ganz Besonderes sein hier. Oh, Flasche der wundersamen Arznei. Kristalltränen, jetzt endlich habe ich sie. Kristalltränen fällt ja am Fuß niederer Erdbäume und anderer Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen in die Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, dessen Effekt ihr selber bestimmt. Ja! Davon habe ich gesprochen, Leute. Verleiht verschiedene besondere Effekte.
Ein Relikt der Arzneiapotheker, dessen den Priestern des Erdenbaums, entzieht den Kristalltränen, die sich erst nach vielen Monden bilden, ihre Kräfte. Abhängig von der Zusammensetzung der Kristalltränen werden dem Trinkenden verschiedene besondere Effekte gewährt. Ruht euch an einem Ort der Gnade aus, um die Flasche aufzufüllen. Im Zwischenland werden am Fuße niederer Erdenbäume Becken aufgestellt, um Kristalltränen aufzufangen. Oh Leute, davon habe ich die ganze Zeit gesprochen. Jetzt kann ich nämlich hier die Sachen verfeinern, indem ich... Oh, ich habe drei. Hier. Indem ich das reingebe. Eine Kristallträne, die langsam im Lauf der vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt, kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch regeneriert die Hälfte eurer maximalen LP. Ja, gut. Hört kurz, eure maximale Ausdauer, eure Stärke, magische Angriffe, Blitzangriffe, heilige Angriffe. Erhöht eine bestimmte Zeit lang die Aufladeangriffe. Ist das geil! Wie viele Optionen man jetzt hat. Ausdauerschub. Stärkeschub. Ist das geil. Jetzt habe ich es auch gleich schon ausgerüstet. Fett, fett, fett. Hier war das also. Ich dachte, ich habe irgendwas verpasst bei einem NPC. Oh, eine heilige Träne. Ah, ach so, klar, 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 klar. Klaro. Geile Sache. Yeah. Okay, wo steht das jetzt? Mit drei, ach so. Ah, okay. Ja, mein Fehler, ich hab's echt nicht gesehen. Ich hab gesagt, ich drück die Texte immer so schnell weg. Ja, aber weil es halt Gewohnheit ist, Mensch. Deswegen, der magische Platzregen. 15 Weisheit braucht das nur. Oh, ich freue mich so, ich habe endlich dieses geile Gebräu. Das hatte man in der Beta ja schon von Anfang an, aber ich frage mich warum. Wahrscheinlich, weil sie einfach mal das Feature testen wollten, wie es ankommt. Ach, hier ist das Portal. Ja Leute, wenn ihr wissen wollt, was dahinter auf uns wartet, müsst ihr warten bis zum nächsten Part, denn hier ist vorbei. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren und wir sehen uns wieder zu Elden Ring. Bis dann, tschüss.